Gehst du oft an Konzerte? Ja, das ist eine gute Frage. Also beruflich gehe ich wahrscheinlich etwa 4-5 Mal im Jahr mit all den Energy Star Nights, Energy Air und Energy Live Sessions. Aber privat gehe ich eigentlich eher wenig. Wenn dann so ein bisschen die Mainstream-Musik hören, Lady Gaga, Britney Spears, Rihanna. Oder ich bin am Opener St. Gallen dieses Jahr zum ersten Mal und ich glaube auch zum letzten Mal. Nein, es ist eigentlich wirklich, es ist lustig gewesen, es ist halt ein bisschen schlammig, aber anscheinend sehe ich, dass das Jahr für St. Gallen-Verhältnis nicht einmal so schlammig war. Und ich habe das Glück, dass ich einen 1,89 Meter grossen Freund habe. Dann kann ich einmal auf die Schulter und ein bisschen auf die Menge schauen, weil sonst ist es mir ziemlich schnell mal ein bisschen zäng in der Masse. Welche Musik hörst du privat? Ich bin definitiv am richtigen Ort beim Radio. Ich höre nämlich genau das Zeug, das im Radio läuft. Die Hits und so ein bisschen Mainstream-Musik finde ich lässig. Wer ist dein Lieblingskünstler? Mein Lieblingskünstler ist neben Rihanna Beyoncé. Ich finde ihre Texte super. Sie inspiriert die Frauen. Inspirieren. Sie ist eine, die hart arbeitet und das zahlt sich aus für sie. Und ich fühle einfach ihre Musik und ihre Stimme extrem. An welches Konzert gehst du als nächstes? Lady Gaga, auf die freue ich mich definitiv. Sie hat ihre Tournee müssen verschieben, weil sie krank war. Und jetzt freue ich mich, sie dann live im Hallenstadion zu verabschieden. Güppli oder Gummistiefel? Güppli. Wobei Gummistiefel können auch ziemlich cool sein, gerade eben am Opener St. Gallen könnte die so noch stylisch wirken. Aber nein, Güppli, wenn ich ein Getränk müsste mich entscheiden, das ich in meinem Leben nur noch trinken würde, dann wäre es wahrscheinlich Sekt. Hast du ein Lieblingsmusical? Ja, ich bin ein Fan von Keep Cool mit Marco Rima. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber das ist auch eines meiner ersten, die ich gesehen habe, als ich noch ganz ein kleines Kind war. Und ich muss sagen, das hat mich immer mitgenommen. Ist lustig, ist witzig, mit guten Stimmen und guten Schauspielern und noch Schweizer Produktion. Gehst du gerne in den Zirkus? Zirkus finde ich sehr etwas Lässiges, wenn es nur mit Artisten ist, also ohne Tier, dann beeindruckt mich das wahnsinnig. Ist etwas, was ich am liebsten sehe, eigentlich fast vor allem, wo man so ein bisschen zuschauen kann. Ich habe auch riesen Respekt vor diesen ganzen Künstlern. Aber wenn es mit Tieren ist, dann muss ich sagen, habe ich nur irgendwie ein Drittel so Freude und wenn auch gar keine Freude. Also ich gehe nicht freiwillig. Ich finde einfach, auf Tiere sollte man verzichten und sonst eine coole Sache. Erzähl uns noch deine beste Open-Air-Geschichte. Am Opener St. Gallen war es lustig, wo Basti im strömenden Regen gespielt hat und ich nichts gesehen habe, weil mit meinen 1,63 m sind einfach alle anderen grösser, haben wir uns auf die Schulter genommen, und zwar der eine in den anderen. Und ich bin oben drauf gegangen, also wir sind das dritte in so einem Turm und haben so ein bisschen gewackelt und über die Menge geschaut. Das war wunderbar. Niemand hat sich vom Regen irgendwie runterziehen lassen. Riesenstimmung und mal, da muss ich sagen, trotz Regen, cooles Konzert war. Ich war zu oberst. Ich glaube, es hätte nicht ausgehalten, wäre ich gerade eingebrochen.